Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es wieder um den VW Passat 3C Baujahr 2006. Und bei dem möchten wir, wie man im Titel sehen kann, möchten wir einmal die Umfeldbeleuchtung. Umfeldbeleuchtung ist schon ab Werk vorhanden, ist aber leider gelblich, also warmweiß. Und wir möchten das Ganze auf kaltweiß umrüsten. Da haben wir solche Module bestellt mit E-Prüfzeichen. Kauflink alles unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde euch jetzt gerne einmal abfilmen, wie das jetzt aussieht. Ich habe jetzt eine Seite schon gewechselt. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Das kann wirklich wieder jeder selber machen. Und ja, ich filme euch jetzt einmal ab, wie das aussieht. Und dann wechseln wir das einmal fix. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, sieht ziemlich hässlich aus. Und ja, hier ist es sehr, sehr einfach, das Ganze zu wechseln. Und zwar einmal aufklappen und dann haben wir hier schon die Schraube. Wir nehmen einen 10er Torx. Schraube ab. Nehmen einen kleinen Schraubenzieher. Und holen das Ganze einmal raus. Da sitzt einfach nur so eine Lampe dran. Das Teil, man kann natürlich auch einfach nur eine LED reinmachen, ist nicht erlaubt. Machen die Lampe raus, nehmen das Modul, müssen jetzt nur noch darauf achten, dass wir die richtig rum drin haben. Das bedeutet, Tür einmal aufmachen und schon leuchtet es. Machen das Ganze hier wieder rein. So, und schrauben das Ganze wieder fest. Also die Passgenauigkeit könnte ein bisschen besser sein. Aber das reicht vollkommen aus. So, nicht zu stark die Schraube festknallen. Also die Passgenauigkeit könnte man wirklich ein bisschen besser machen. In dem Fall, aber es gibt bestimmt, ansonsten das Ganze hier etwas anschleifen. Aber es hält. So, und das passt auch. Ja Leute, also wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, die so ein Passat haben und wo Umfeldbeleuchtung dran ist und gelb leuchtet, sagt dem ruhig, dass man das umbauen kann und das ist ja echt nicht schwierig. Das kann wohl wirklich jeder selber machen. Ja, also kauft euch nicht zu günstigem, dann wird die Passgenauigkeit besser sein. Oder das war jetzt einfach nur, weil die andere Seite war eigentlich ganz okay. Kann sein, dass das jetzt nur eine Umfeldbeleuchtung war, die etwas nicht so gut war. Deswegen guckt euch die Bewertungen an, vergleicht das Ganze mal. Und ja, ich mache euch die, verlinke das Ganze einmal unten. Und ich würde sagen, schreibt mir eure Meinung dazu, ob ihr das jetzt schwierig fandet oder nicht. Ja, und der Unterschied lässt sich echt sehen. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!